der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben erben. So sagt Jesus Christus in Johannes 3. Seien Sie herzlich gegrüßt heute zum Sonntag bei Nahrung. Es ist Ihnen schon aufgefallen, dass hier überall Palmzweige zu sehen sind. Und so haben es die Menschen ja damals auch getan. Und man hätte Jesus am liebsten den roten Teppich ausgerollt, wenn sie einen gehabt hätten. Aber stattdessen haben die halt eben ihre Jacken auf den Boden geworfen, damit er als König in Jerusalem einzieht. Und an diesen Tag und an diese Ereignisse erinnern wir uns heute. Eine Woche vor Ostern. Lassen Sie uns gemeinsam beginnen mit dem Lied Wunderbarer König. Gott die Ehre geben ihm. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich lese heute statt eines Psalms aus dem Christushymnus aus Philipper 2.
was auch vorgesehen ist als Möglichkeit heute am Palmsonntag. Paulus schreibt uns, Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selber und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zunge bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich lese aus dem alten Sündenbekenntnis, was Martin Luther uns überliefert hat. Und wir gehen dann in das Kyrie-Lesung gleich über mit dem Lied Meine engen Grenzen. Dann sagen wir es noch einmal modern, was wir hier jetzt mit den alten Worten hören. Wir beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deine grundlose Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünde vergeben und zu meiner Besserung deines Kraftes Geist verleihen. Christus zu, denn also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, himmlischer Vater, und so wollen wir dich bitten, dass du auch in diesem Gottesdienst spürbar mit deinem Heiligen Geist bist, mit deinem Geist der Liebe und des Friedens, der Wahrheit und der Klarheit. Danke, dass du überall da sein willst mit deinem guten Geist, wo auch nur zwei oder drei wirklich in deinem Namen versammelt sind. Dank dafür. Amen. Wir hören das Wort des Evangeliums. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Halleluja. Wir singen das Glaubenslied: Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Christ und Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgewinnend reich. Wir glauben des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, das Evangelium, was wir eben gelesen haben, ist uns heute auch aufgegeben als Predigtext. Und ich will versuchen,
es anhand von ein paar Gegenständen, von ein paar Bildern zu beleuchten. Das erste ist der Palmzweig. Die Menschen sehen, Jesus kommt nach Jerusalem und sie reißen Blätter von den Bäumen und werfen sie auf den Boden. Und wahrscheinlich wedeln sie auch damit. Sie haben ja auch nichts anderes. Sie haben keine vorbereiteten Plakate, keine Fähnchen, wie man die heute so an die Leute verteilt. Nein, aber sie nehmen, was sie haben. Und sie sind so tief berührt von dem, was da vor ihren Augen passiert, dass sie sogar bereit sind, die Bäume zu beschädigen, die doch unbedingt ihre Blätter brauchen. Und was hat sie so berührt? Was ist da geschehen? Wir lesen es, dass Jesus in die Stadt kommt und dass da einige dabei sind, die das gesehen haben und erlebt haben, dass Jesus in einem Vorort von Jerusalem in Bethanien den Lazarus nach mehreren Tagen, die er schon im Grab lag, aus dem Grab ruft und der Tote steht auf und kommt aus dem Grab und lebt. Und sie sehen ihn, sie haben mit ihm gesprochen und er ist da. Und was ist das für ein Zeichen? Ein Zeichen, wie sie es noch nie gesehen haben. Und das ist ganz in ihrer Nähe geschehen. Und da sind eine ganze Menge Leute, die mit Jesus in die Stadt kommen, die sagen, ja, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, da ist er doch, da hinten seht ihn doch, Lazarus, er lebt und genau die Geschichte erzählen können. Und die Leute staunen und denken, was ist das? Und dann hören sie von all den anderen Wundern, die Jesus getan hat. Und vielleicht erinnern sich manche auch daran, hat er nicht auch am Teich Bethesda einen geheilt, der 38 Jahre krank war, der 38 Jahre gelähmt war? Das ist doch in unserer Stadt passiert. Und was ist da noch bei manch anderem gewesen? Was ist da mit dem Blinden, den er geheilt hat und den die Schriftgelehrten doch gesehen haben? Und was ist denn mit all diesen Dingen, die auch in der Stadt schon passiert sind? Und die Menschen, sie spüren so etwas. Und zu ihrer Sehnsucht, Gott ganz nah zu spüren, zu ihrer Sehnsucht, auch befreit zu werden von dem äußeren Druck, der durch die römischen Soldaten schon seit fast 100 Jahren auf dem israelischen Land liegt. Dass nämlich das Land ein besetztes Land ist. Und da ist ja auch die große Burg, die hinter dem Tempelplatz liegt, die Antonia, und von der Burg aus kann der römische Statthalter auf den Tempel runtergucken und wenn es sein muss, kann er sogar Bogenschützen befehlen, auf die Stadt von oben runter zu schießen, sogar bis in den Tempelbezirk hinein. Und das war schon eine etwas seltsame Kulisse, die da seit der römischen Besatzung dort herrschte. Und auch der König Herodes, der als Jesus geboren wurde, damals noch herrschte, der alte König Herodes, da war es ja auch so, dass er einige Burgen hat bauen lassen und diese Dinge auch errichtet hat und dass er von den Römern eingesetzt war. Kein geborener Jude, sondern ein Idumäer, also einer aus einem Nachbarvolk, verwandt mit den Juden, aber nicht wirklich ein Jude. Und das hat alles Rom so eingefädelt. Und die römischen Patrouillen, die immer durch die Stadt laufen und die aufpassen, dass keine Aufstände sind und die an den Zollstellen auch die Hände aufhalten und die Leute auch zwingen, Frondienste zu leisten. All das haben die Leute ja seit Jahrzehnten im Land. Und diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Befreiung, die hatten die Menschen auch. Und wenn die jetzt zu Jesus gesagt haben, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel, der König von Israel. Was heißt es denn, dass sie einen König wollen, dass sie einen König begrüßen? Sie haben doch den König, den jüdischen König, der zwar nichts zu sagen hat, aber der noch da ist. Und sie haben doch den Kaiser, den römischen Kaiser, der über allem steht.
Und was bedeutet das jetzt, dass sie einen König begrüßen, dass sie einem König huldigen, dass sie dem König quasi den roten Teppich ausrollen? Ist das nicht etwas, was auch in Opposition steht zu dem jüdischen König, den sie haben, zu dem römischen Kaiser, den sie haben? Braut sich da nicht etwas zusammen, was zu einer Auseinandersetzung führen kann oder führen muss? Sie wünschen sich das und sie haben von dem, was Jesus durch Gottes Kraft getan hat, so einen starken Eindruck, dass sie wirklich das Gefühl haben, ja, 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 das wird er wohl sein, dieser Messias, dieser gesalbte König von Gottes Gnaden, von Gott her. Ein anderer König als die Könige, die wir im Moment haben. Und wie antwortet Jesus jetzt auf ihre Sehnsucht? Er kommt auf einem Esel. Das ist ein Bild unseres Kirchenesels. Der ist im Moment irgendwo entlaufen, versteckt, ich weiß es nicht. Wer ihn findet, mag es sagen. Unser Esel ist im Moment nicht da. Und Jesus reitet also auf einem Esel, sogar genau genommen auf einem Eselsfüllen. Der ist noch nicht mal erwachsen, der Esel, also wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner. Und wenn man sich das vorstellt, wenn da jemand auf einem noch nicht ganz ausgewachsenen Esel sitzt, dann ist er nur einen Kopf größer oder höher als die erwachsenen Leute, die auf ihm stehen. Das ist also ganz anders, als wenn er hoch zu Ross käme, wie die römischen Herren, wie die römischen Offiziere. Dann ist man doppelt so groß. Und das macht einen ganz, ganz, ganz anderen Eindruck. Und Jesus will, als er in die Stadt einzieht, einen anderen Eindruck machen. Er will den Menschen zeigen, dass er eine andere Art von König ist. Und im Grunde scheint es auch zu tun, wegen eines Wortes aus dem Propheten Sacharja, so erzählen es uns die Evangelisten. Und dort in Sacharja 9, lese ich mal die Verse 9 bis 11, da heißt es: Du Tochter Zion, freue dich, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim, die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, also über Israel hinaus, den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Geht es da jetzt um die schon Gestorbenen, die durch Jesus Christus Auferstehung erlangen dürfen? Wir wissen es nicht. Das Blut des Bundes, ist das nicht das Blut, was Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat? Das Blut des Bundes? Und wer gebietet denn den Völkern Frieden? Überall da, wo es in den Herzen ankommt, werden doch die Menschen eingedenkt. Nein, Krieg führen ist nicht die Lösung. Es geht darum, dass wir wieder miteinander Frieden machen, dass wir versuchen, uns untereinander zu verstehen. Und so schwer das für uns Menschen heute ist, in diese Richtung scheint seine Botschaft zu gehen. Aber das war die Situation damals, vor 2000 Jahren. Und ja, Jesus kommt so. Und nun ist es aber so, dass er bereit ist, sich kreuzigen zu lassen. Dass er das weiß, dass er das den Jüngern sagt und dass er es auch wenige Verse später auch den Menschen draußen sagt und sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und nur dann, wenn es stirbt, bringt es neue Frucht und spricht so mit einem anderen Bild von seiner Kreuzigung. Und kurz danach sagt er ja auch, wenn ihr mir nachfolgen wollt, so nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach, damit ihr seid, wo ich bin. Und
Das Kreuz, dieses schreckliche Zeichen des Leides und der Gewalt und der Vernichtung und der finsteren Kräfte, dieses Zeichen deutet Jesus um. Denn da, wo Jesus am Kreuz ist, da scheint etwas anderes durch, etwas Helles. Darum finde ich dieses kleine Kreuz auch sehr passend. Da scheint etwas Helles durch. Da ist einer, der liebt bis zum letzten Atemzug. Da ist einer, der sogar für seine Feinde betet, für die Folterknechte, die ihn getötet haben. Da ist einer, der Hoffnung spendet, auch selbst im Sterben noch. Und der zu dem, der anfängt, an Jesus zu glauben, der mit ihm gekreuzigt wird wegen seiner Straftaten, dass er zu diesem spricht: Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dann leuchtet etwas hindurch. Dann leuchtet etwas hindurch durch die ganze Finsternis des Kreuzes und der Gewalt und des Leides hier auf dieser Erde. Dann leuchtet etwas hindurch. Etwas, was vom Leben erzählt, von neuer Hoffnung erzählt, von Hoffnung über den Tod hinaus. Und dann erleben wir es ja auch. Die Menschen damals haben es gesehen, erlebt. Jesus lebt. Jesus steht auf. Am Ostermorgen wird er lebend gesehen von Maria Magdalena, später von den Emmaus-Jüngern und am Abend von seinen 12 Jüngern, von den 11, die noch da sind. Und er wird gesehen, er wird berührt, er wird angefasst und er wird als lebendig erkannt. Also Jesus macht aus dem Kreuz, aus dem Zeichen der Gewalt, ein Zeichen des Lebens und der Liebe und der Hoffnung. Der Hoffnung führt über den Tod hinaus. Und er gibt sich da als Opferlamm für die Menschen und vergießt sein Blut als Blut des neuen Bundes. Und das alles tut er, das alles tut er. Und er ist bereit, also ein König zu werden, anders als die Menschen es erwartet haben. Denn sie haben ja erwartet, jetzt wird alles anders. Besatzungsmacht hört auf, wir werden wieder ein freies Land sein, es wird Brot für alle geben, es wird alles gut werden, ohne Schwierigkeiten. Und die Menschen damals sind vielleicht genauso im großen Fragezeichen, wie wir Menschen vielleicht heute. Was heißt das? Wie herrscht Jesus jetzt? Wie wirkt sich das auf uns heute aus? Was passiert? Wie können wir seine Herrschaft heute spüren? Woran erkennen wir, dass Gott stärker ist als alle finsteren Kräfte? Wie erkennen wir es, dass die Liebe, die von Jesus Christus ausgeht, stärker ist als das ganze Leid hier in dieser Welt? Wie erkennen wir es? Und es ist wie ein Geheimnis, weil es etwas ist, was von Herz zu Herz geht. Es ist nicht das Reich dieser Welt, wo geherrscht wird, wo regiert wird, sondern es ist Gottes Reich. Und Gottes Reich geht durch die Herzen, von einem Herz zum anderen, von einem Herz zum anderen. Und unsere Herzen sind oft gar nicht richtig dafür bereit. Und da ist noch so viel Ellenbogen oder so viel falsches Denken oder so viel Zorn, so viel Ohnmacht in unseren Herzen, was uns davon wegziehen will. Aber wenn Jesus Christus in unsere Herzen hineinkommen darf, wenn wir ihn einladen und seinen guten Geist, dann fängt er an, sich in uns auszubreiten und unser Herz zu erobern, auch die dunklen Ecken, und nach uns auszufüllen mit seiner Liebe. Und so soll auch unsere Gemeinde sein, dass man überall sieht, dass er am Werke ist, bei jedem Einzelnen von uns, dass er unsere Not ansieht, und das tut er ja wirklich, und dass er leise und sanft zu uns spricht und dass er uns durch seine Worte aus der Heiligen Schrift und aus dem Evangelium aufruft und weit macht unsere Herzen, ihn zu empfangen in seiner ganzen Liebe und Herrlichkeit. Und es kann sogar so weit gehen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle wir selbst in unserer Gemeinde körperliche Heilung erleben. Durch Jesus Christus.
Ich habe das in meinem Leben nur wenige Male erlebt, aber ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, dass Menschen unter Glauben wieder gesund geworden sind oder aus Todesnot wieder herausgerufen worden sind, hinein in ein Leben, was weitgehend wieder gut funktioniert. Und ich weiß, dass der Geist Jesu auch in der Lage ist, sowas unter uns zu tun. Und ich wünsche uns allen, dass wir davon auch noch mehr erleben dürfen. Dass wir ein kleines Stück mehr von Jesus erleben dürfen und ein kleines bisschen besser begreifen können, wie weit der Himmel ist und wie groß das Evangelium ist und wie wunderbar es auch über den Tod hinaus reicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Lasst in unserem Herzen es weit werden, dass der König der Ehre einziehe. Amen. Thank you.
Dienstag Gemeindeversammlung und es geht um lauter wichtige Themen für die Zukunft unserer Gemeinde. Da geht es um ganz, ganz grundsätzliche Sachen und ein Querstrich ist nicht exakt genug. Genau. Da heißt es nämlich Pfarrdienst, der dritte Querstrich. Das müsste genauer genommen noch heißen pfarramtliche Verbindung, weil es nämlich in der Zukunft der Gemeinde auch darum geht, dass wir nicht ewig hier einen eigenen Pfarrer haben werden, sondern dass wir uns mit anderen Gemeinden zusammentun müssen und dass es da auch schon konkrete Planungen und Überlegungen gibt. Und das ist halt auch wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir uns darüber austauschen, dass wir hören, warum, welche Gedanken hat es dazu gegeben, welche grundlegenden Gedanken und auch einfach zu hören, wie kommen wir damit klar. Das ist also auch wichtig. Also ich hoffe, dass sehr viele Leute dann an dem Abend da sind, drüben im Gemeindehaus und dass wir uns da wirklich austauschen können und dass die Gemeinde, jung und alt, dass wir auch ihre Stimmen hören können und dass wir die Gedanken einfach miteinander teilen können, die das Presbyterium sich in den letzten Wochen und Monaten wirklich schwer gemacht hat und sich viele Gedanken gemacht hat, wo wir im Moment gerade stehen und wie es dann weitergeht. Es geht auch um die Gemeindegliederzahl, um die Kirchensteuer, um Kooperationsräume, um Finanzen, um Kindergartenumbau, die Presbyterwahl. Also es ist eine ganze Menge großer Themen, die uns wirklich in den nächsten Monaten intensiv noch beschäftigen werden. Hinweisen möchte ich auch noch auf etwas Kleineres. Am 28. April ist wieder Mädelsabends um 18.30 Uhr. Also herzliche Einladung an alle Frauen, die mal einen Abend die Seele baumeln lassen wollen. Da gibt es auch diese Einladungszettel. Ist dann drüben im Gemeindehaus. 28. April 18.30 kann man sich, glaube ich, auch anmelden. Genau. Weil die bereiten da einiges vor und deswegen bitten sie bis zum 24. sich dort anzumelden. Dann haben wir drüben auch Kirchenkaffee gleich nach dem Gottesdienst. Das ist auch wichtig. Und es sind auch zwei Lieder aus unserer Gemeinde bestattet worden, christlich bestattet worden in der letzten Zeit. Und lasst uns dazu und auch zu dem Fürbittenlied aufstehen, soweit die Kräfte reichen. Wenn Sie merken, das Lied ist zu lang, dann können Sie sich auch hinsetzen, aber die Strophen in sich sind kurz. Himmlischer Vater, wir wollen vor dich bringen Irmgard Einstmann und ihre Familie, Gisela Walter und ihre Familie. Vater, du hast die beiden aus unserer Welt abgerufen im Alter von 92 Jahren und im Alter von 83 Jahren. Und wir möchten dich bitten, dass sie in dir Frieden finden und dass du auch ihre Familien tröstest und überhaupt alle aus unserer Gemeinde, die in der letzten Zeit einen lieben Menschen verloren haben. Und so wollen wir gemeinsam beten und singen, beten und singen. Thank you.
kurz hinweisen. In dieser Woche sind alle Gottesdienste wie normal in der Karwoche. Das heißt, Gründonnerstag 18.30 Uhr hier mit Abendmahl, Karfreitag 10 Uhr morgens hier mit Abendmahl, am Ostersonntag 6.30 Uhr Auferstehungsandacht in der Friedhofskapelle, dann Osterfrühstück hier und um 10 Uhr Gottesdienst hier, Festgottesdienst. Und am Ostermontag sind wir aber nur in Affe um 8.30 Uhr, dass auch dieser Teil unserer Gemeinde mitversorgt ist mit der Osterfreude. Ja, so lasst uns noch den Segen empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.